Jo, wahrscheinlich ratzt er noch. Jetzt mal Hulle auf. Digga, steh jetzt auf, Mann. Oh, Digga, wir haben noch 9 Uhr. Nee? Mit Sicherheit nicht. Schau halt einfach mal auf die Uhr. Alter, es gibt sowas wie Wecker, verdammte Scheiße. Jetzt steh mal auf, Mann. Warst du schon in YouTube? Ja, Mann, steh auf! Hallo. Stehst du jetzt auf? Will der mich verarschen, Alter? Steh jetzt auf! Aua. Ja, was willst du jetzt machen, ne? Ja, in YouTube schau, Mann. Oh, ich glaube, YouTube ist sogar noch von gestern Abend. Ja, gestern Abend, genau, weil du, ja, einen Film hast du angeschaut auf Amazon Prime wieder, ne? Geh ausnahmsweise nicht. Alles klar, wisst ihr, Arsak gibt dir die Chance. Heute im Video. Heute kommt ein zweites richtiges Video, ein Poker-Best. Auch das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Um 19 Uhr wird das online gehen. Ihr werdet euch. Alles klar, Digga. Digga, Sonne muss natürlich extra dafür gemacht werden. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel ein COD-Video machen. Ihr könnt ein Real-Life-Video machen. Die einzige Bedingung ist. Ich glaube, wir müssen ein Video machen. Das Video also. Ich würde jetzt sagen, wir machen ein Video, oder? Packen wir die Sachen. Let's go! Cheeseburger und ein Chickenburger bitte. YouTube, die Brüder am Start hier für euch. Der Tom und der Axel sind hier. Genau! Und wir haben heute für euch eine Special Lust. Ich würde mal sagen, Digga, stell dich mal vor und sag, wer du bist. Yo, was geht ab, Leute? Whisker Bastard ist heute auch mal am Start. Freut mich auf jeden Fall riesig, wieder auf deinem Kanal vertreten sein zu dürfen. Heftiger Typ auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir spielen erstmal eine Runde Team Deathmatch. Anton, was willst du heute in der Runde heißen? Nuklear, Mann! Ja, not bad, würde ich mal sagen. Wie war das eigentlich, auf dich auf unser Video vorzubereiten? Und wie geht's jetzt halt? Ich bin viel zu nervös irgendwie. Naja, wieso das denn? Und sonst, wann hat ein Barca das letzte Mal gespielt? Messi, Messi. Okay, das beantwortet zwar nicht die Frage, aber immerhin wissen wir, von wem du der Fan bist. Und Barca, wie läuft's so? Warum haut er einfach den Controller weg? Da waren teilweise Situationen dabei, oh mein Gott. Alles klar.
Anton, was hältst du eigentlich von dir? Wer ist der Boss, Mann? Wow. Bist du ja überzeugt? Würde ich auch sagen, ja. Das kann ich mir vom Torben echt denken. Ey, Digga, du random. Halt's mal. Anton, ich hab gehört, dass dir im Gaminghaus in München, dass du dich da so mega drauf freust. Schöne Annahme. Okay. Ich hab mir da ein bisschen andere Reaktionen gewartet, aber... Ich würde sagen, er hält den Ball flach. Ja, Mann. Und dann würde ich einfach nur noch sagen, Servus und lebe dein Leben. Genau. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Jo Leute, jetzt sind wir schon am Ende angekommen vom Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall schon mal ein riesengroßes Dankeschön an Viscabasa, dass er uns die Chance gegeben hat, so ein Video zu machen. Genau, und wenn ihr öfter solche Montagen auf unserem Kanal sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich einfach noch was sagen. Lebe dein Leben. Servus.